Ich hab nur gerade ziemlich Sorge, ob da oben nicht jemand vielleicht doch steht oder so, weil ich glaube, ich hab da oben, erinnert euch, hier in der Schlucht war ja auch mal dieser. Nee! Ach du Himmel! Hallo, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 27. Folge von Vanilla Survival. Heute möchte ich mit euch gemeinsam in die Mine gehen und endlich die Diamanten abbauen, weil wir haben ja das letzte Mal jetzt Glück auf die Spitzhacke bekommen und ich habe mir jetzt gedacht, ich werde auf jeden Fall versuchen, das dann jetzt auch gewinnbringend zu investieren. Ich habe ja in der Mine früher schon mal Diamanten gefunden, wenn ihr euch erinnert. Und was ich jetzt noch machen möchte, bevor wir losziehen, ist, dass ich so einen Rahmen baue für die Karte, die ich hier gemacht habe, schon früher auch. Und möchte die hier an die Wand hängen. Dann können wir nämlich vielleicht auch unterirdisch mal gucken, wo wir denn im Vergleich zu unserem Einstiegsplatz sozusagen schon so sind. Also hier hänge ich jetzt eben diesen Rahmen auf und da kommt die Karte rein und wenn ich jetzt eben die andere Karte in die Hand nehme, seht ihr, okay, man sieht es kaum, dass man auf der Karte eben so einen grünen Punkt sieht, wo der Punkt ist, wo wir losgelaufen sind, aber nachdem das jetzt eben fast genau dieselbe Stelle ist, wo wir sind auf der Karte, hat man es jetzt nicht so gut gesehen, aber wenn man dann unterwegs ist, sieht man es schon. Also ich hoffe, das funktioniert dann und hilft uns bei der Orientierung auf jeden Fall. Jetzt schaue ich auch nochmal kurz, wo wir hier sind, für die Koordinaten, weil ich möchte nämlich auch noch zu diesem einen Zombie-Spawner. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir jetzt versuchen werden, den oberen von den beiden Zombie-Spawnern, die wir hier in der Nähe entdeckt haben, eben zum Farmen sozusagen dann für uns bereit zu machen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich versuche dann eben, wenn ich die Diamanten geholt habe, danach dann, dass ich bei dem Zombie-Spawner, der da eben oberhalb liegt, also nicht der hier unten gleich um die Ecke sozusagen, sondern der obere, dass ich da dann den bereit mache, dass ich in Zukunft dort dann Zombies heilen kann, also soweit es Dorfbewohner Zombies sind. Dafür muss ich dort erstmal richtig Platz schaffen, das habe ich jetzt auch vor. Und jetzt zuerst möchte ich aber auf jeden Fall auch noch die Diamanten holen gehen, weil das ist ja das, worauf wir schon so lange gewartet haben. Also ich weiß nicht, ob ihr schon gespannt drauf seid. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie viele Diamanten da jetzt rauskommen, wenn ich eben mit der Glück-3-Spitzhacke die hier abbauen gehe. Okay, hier haben wir ja schon mal 6 solche Diamantblöcke gefunden und ja, immerhin 2. Naja, also doch, würde sagen, lohnt sich auf jeden Fall zu warten, nachdem wir ja die Spitzhacke auch schon hatten. Hey, klasse! Ja, 13, das ist also mehr als das Doppelte quasi, was da an Blöcken war. Oh, okay, da ist direkt die Lava dahinter. Machen wir mal wieder zu. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich gucken, ob da noch weitere Diamantblöcke waren, aber ich glaube, wir hatten ja wahrscheinlich schon überall geguckt. Ne? Deswegen waren jetzt hier nur diese 6 Blöcke gewesen. Ich war mir jetzt bloß nicht sicher, ob da dahinter nicht doch noch was hätte sein können, was ich vorher zur Sicherheit so nicht wegmachen wollte. Hier in der Nähe war, glaube ich, nichts mehr. Ich schaue jetzt vielleicht trotzdem nochmal ganz kurz, weil vielleicht könnte ich da nämlich auch den Gang so ein bisschen markieren, als hier ist irgendwie nichts mehr Spannendes oder so, wenn ich zurück nach oben gehe. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal bei den Höhlentouren, die ich bisher gemacht habe, schon aufgefallen ist, dass ich da eben dann teilweise Erdwürfel reinsetze in die Gänge oder so, um halt zu markieren, dass es hier jetzt eigentlich dicht ist und dass ich da eigentlich alles rausgeholt habe. Ich denke, das ist jetzt hier auf jeden Fall der Fall gewesen. Okay. Das mache ich eigentlich, damit ich mich dann unterirdisch auch so wieder halbwegs orientieren kann, selbst wenn ich eben nicht irgendwie gerade weiß, wo ich mich genau befinde, dass ich halt so ein bisschen sehen kann, ist da noch was oder ist da eben einfach nichts mehr. Und ja, ihr seht jetzt auf der Karte, sind wir gerade knapp oberhalb von unserer Startbasis und hier vorne ist, glaube ich, auch nichts mehr gewesen, wobei, da hatte ich, hier unten, nee, das habe ich auch schon abgebaut und da geht es jetzt
auch nicht mehr weiter. Okay, dann kann ich das eigentlich alles so ein bisschen provisorisch vielleicht zumachen. Wobei da hinten das mit der Lava, da könnte man natürlich dann auch noch recht gut auf Höhe, wo es dann auch Diamanten weitere gäbe, vielleicht dann das wegbuddeln. Vielleicht mache ich jetzt hier einfach nur das Wasser mal raus. Und dann habe ich hier zumindest den Hinweis nicht mehr, dass hier was war sozusagen. Und dann lasse ich aber vielleicht einfach mal das jetzt so. Und habe dann eigentlich ja keinen Grund, erstmal dahinter noch weiter zu laufen. Hier unten waren, glaube ich, auch die anderen Diamanten nicht. Die waren ja da hinten in dieser anderen Schlucht, gell? Dann würde ich jetzt gerne mit euch dahin gehen. Da gehen wir wahrscheinlich am besten. Okay, ohne den Wasserfall geht es hier jetzt gar nicht mehr so gut runter. Aber immerhin sieht es alles relativ gut beleuchtet aus. So. Ja, doch, scheint einigermaßen zu passen. Dann tue ich mal die Diamanten jetzt auch kurz hier in die Kiste, weil ich will die ja nicht wieder verlieren. Das heißt, so ganz, ganz, ganz zur Sicherheit kann man die dann auch immer mal wo reinlegen. Das mache ich tatsächlich ganz gerne. Ich kenne es auch, dass es Leute gibt, die bauen sich sofort eine Kiste, sobald sie Diamanten gefunden haben. Also vielleicht auch beim Server, wenn ihr jetzt auf dem Server spielt, nicht unbedingt, dann ist es riskant, da Kisten hinzustellen, es sei denn, ihr könnt die sichern. Aber sonst, denke ich, empfiehlt sich schon oftmals. Oh, da ist es ganz schön dunkel. Okay. Oh, kann man aber anscheinend auch hier hinten unten rein. Guck an. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, vielleicht ist da auch noch was dahinter. Mal schauen. Ah, da oben ist, glaube ich, noch so ein Durchgang oder sowas. Schauen wir mal. Ah, ja. Ah, interessant. Da geht es ja noch weiter. Schau an. Was kommt denn da noch alles? Oh, wobei das jetzt eigentlich gerade ziemlich doof ist, merke ich gerade, dass ich hier mit meiner super tollen neuen Diamantspitzhacke gerade quasi auf Höhlentour gehe. Das ist echt nicht clever. Ich glaube, das lasse ich jetzt mal besser. Obwohl es mich jetzt auch interessiert hätte, was da hinten ist. Aber ich glaube, da kehre ich jetzt lieber wieder um und mach mal die halbwegs sichere Sache, sage ich mal. Und zwar da hinten weiß ich ja schon, dass ich da die Diamanten gefunden hatte bereits. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall mal vorbeigehen. Okay. Ist auf jeden Fall auch noch. Da kann ich mal ein paar Pilze mitnehmen. Die wachsen ja hier immer mal wieder auch nach dann. Und ja, so im Vorbeigehen kann man natürlich hier auch das Eisen mal einpacken. Ich merke gerade, ich war hier wirklich noch nicht auf allen Ebenen auch. Okay! Ja, das ist dann so richtig schön, wenn es da direkt runter in die Lava geht. Das ist natürlich schon kritisch. Dann muss ich mir auf jeden Fall hier Wasser reinsetzen, sonst ist das lebensgefährlich, wenn ich da abbaue. Und es kann halt auch sehr gut sein, dass dann gleich alles kaputt ist. Hey, das hat gut funktioniert. Okay, dann kann ich da unten noch den Block wegmachen. Und jetzt schauen wir doch mal. Da scheint aber dann nichts mehr zu sein. Dann nehme ich mal das Wasser hier wieder raus und mache am besten hier mal eine Fackel hin, damit man auch sieht, hier ist immer noch nicht alles komplett ausgeleuchtet, so wie es ausschaut. Okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier mal die Eisen noch abgebaut und ach ja, da oben mitnehmen. Das machen wir auf jeden Fall jetzt auch noch kurz unterwegs. Seid ihr schon gespannt, wie viele Diamanten da hinten rauskommen? Nee, ich schon auch. Also so ist ja nicht. Ich bin jetzt nur gerade so, wo ich gerade sehe, oh, da ist noch was und da ist noch was. Da komme ich dann immer ins Schwelgen und fange an, da alles abzubauen, was nicht irgendwie bei drei auf dem Baum ist oder so. Ja. Das ist vielleicht auch manchmal dann nicht so clever, aber ich mache es jetzt einfach noch schnell zu Ende hier, dass ich noch die Kohle mitnehme. Wir haben ja auch schon gesagt, Kohle ist ja auch immer recht wertvoll, weil man die bei den Villagern dann später tauschen kann bei den Dorfbewohnern. Und wenn ich es jetzt eben schaffe, dass ich den Zombie-Spawner da oben umbaue und dann Dorfbewohner heile, also Zombies, die Dorfbewohner-Zombies sind, heile, dann kann ich es ja auch schaffen, dass ich hier eben
Ah, die habe ich noch gar nicht richtig ausgebaut, sehe ich gerade hier. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte die schon so richtig rausgebuddelt gehabt, aber anscheinend nicht. Guck an. Sind aber, wohl nur die drei Blöcke vorne hier jetzt. Na gut, dann schauen wir doch mal, was da so rauskommt. Eins, das waren doch schon mal drei. Ja, vier Diamanten sogar. Cool. Das hat sich ja mal richtig gelohnt. Nicht schlecht. Heieiei. Gut. Sehr nett. Okay, und hier war ich anscheinend auch noch nicht bis in der Ecke. Oder ich hatte vielleicht keine Fackeln mehr. Das kam ja auch ein, zweimal vor, dass ich da nicht mehr so gut ausgestattet war, bis ich hier hinten war in der Schlucht. Na gut. Aber ich denke, das hat sich jetzt schon auf jeden Fall sehr gelohnt, da auf das Glück zu warten mit dem Abbau der Diamanten. Das, ja, denke ich, das war mal eine gute Entscheidung auf jeden Fall auch. Auch wenn es jetzt ein bisschen länger dafür gedauert hat, bis ich es jetzt endlich abbauen konnte. Aber hier kommt mir ja keiner zuvor. Ist ja eine Einzelspielerwelt. Da ist das kein Problem. Na gut. Dann werde ich jetzt, ich bin gerade am Überlegen, ob ich da oben nochmal in die Höhlen soll oder so. Aber ich denke, am schlauesten wäre es natürlich, ich gucke jetzt einfach mal zu dem Spawner hoch. Habe ich ja auch zu euch gesagt, dass wir da hergehen wollen und den uns nochmal genauer angucken. Und dann eben auch entscheiden, wie viel da abzutragen ist, sozusagen, um den Spawnbereich ideal zu erweitern. Ich habe jetzt auch schon mal vorher geguckt, tatsächlich, was da so empfehlenswert ist und in welchem Bereich rund um einen Spawner denn wirklich momentan die Zombies spawnen. Und ich habe dabei herausgefunden, dass es jetzt inzwischen ein etwas kleinerer Bereich ist als früher. Es war nämlich vorher so bis zur Version 1.8, dass die Zombies im Bereich um den Spawner gespawnt sind, also in so einem 9x9 Bereich, glaube ich, tatsächlich war das auch schon früher. Aber dann wurde in einem größeren Bereich geguckt, ob da genügend Zombies sozusagen sind oder nicht. Und inzwischen ist es eben so, dass nur noch der Bereich direkt um den Spawner herum kontrolliert wird, ob da noch Zombies sind. Das heißt, sobald man es schafft, dass man die aus diesem Bereich rausbringt, sollte das dann auch klappen, dass die dann eben immer wieder nachkommen. Das kann ich euch jetzt vielleicht ein bisschen besser zeigen, wenn wir dann zum Spawner kommen, wo ich euch das. Ich habe nur gerade ziemlich Sorge, ob da oben nicht jemand vielleicht doch steht oder so, weil ich glaube, ich habe da oben, erinnert euch hier in der Schlucht, war ja auch mal dieser. Ne! Ach du Himmel, da war ja auch mal dieser Creeper, wollte ich gerade sagen. Und in dem Moment steht da schon einer. Oh Mann. Okay, der ist wahrscheinlich auch da oben gespawnt und dann da unten runtergerutscht. Jetzt kommt er aber irgendwie nicht mehr um die Ecke anscheinend. Das ist ja seltsam. Oder ist der, kann der hier gespawnt sein irgendwo? Ja, wenn er jetzt kommt, dann. Hey, cool, der ist da drüben. Uff! Gib ihm! Das kann doch nicht sein! Ich hab irgendwie Power, sonst wie viel auf dem Bogen und trotzdem. Okay, ja, na dann doch. Ich habe schon gedacht, ich kann dem irgendwie gar nichts tun, oder was? Na gut. Und genau, hier ist ja auch schon der Spawner. Jetzt sind wir wieder da, wo wir hin wollten. Dann gucken wir doch gleich mal. Ich habe euch ja schon gesagt, also in dem Bereich von 9x9x9 um den Spawner rum wird jetzt neuerdings kontrolliert, ob da Zombies sind oder nicht. Und um diesen Bereich jetzt hier mal frei zu machen, sozusagen, in dem jetzt gespawnt werden kann, müssen wir natürlich auch diesen ganzen Spawner-Raum quasi mit abbauen. Also dieses Verlies, in dem der Spawner in der Mitte steht, das ist eigentlich, die Mauern sind dem Spawn im Weg, weil gespawnt werden können die Zombies direkt auf der Ebene, also wo ich jetzt hier gerade stehe mit meinen Füßen sozusagen, und dann bis zu zwei Ebenen oben drüber. Die mache ich jetzt auch hier mal frei rund um den Spawner in die Richtungen. Und dann ist es jetzt eben wichtig, dann später, dass das Lichtlevel hier stimmt. Jetzt gucke ich mal noch wegen den Koordinaten, weil ich würde nämlich sehr gerne
gucken, dass ich von hier aus einen Weg zur Treppe baue. Jetzt habe ich sie mir unglücklicherweise vorhin nicht aufgeschrieben. Die Koordinaten von der Treppe. Das heißt, ich schaue das dann am besten in der Aufnahme einfach nach, damit ich weiß, wie ich dann den Weg bauen muss. Es muss hier irgendwie etwa in die Richtung gehen, denke ich. Aber wo genau und wie genau, kann ich mir jetzt gerade nicht mehr so denken. Deswegen werde ich jetzt vielleicht einfach nochmal hier einfach nur gucken, wie es weitergeht. Und dann machen wir das vielleicht doch das nächste Mal, dass wir den Weg zur Treppe anlegen. Ich gehe jetzt hier einfach nur nochmal ein Stück nach vorne und schaue, ob hier alles sonst passt. Und dann, ja, würde ich sagen, wir machen den Weg eben bis zur Treppe dann das nächste Mal, wenn ich die Koordinaten von meiner Treppe, wo ich eben den Anschluss sozusagen machen wollte, auch hin zum Spawner noch nachgeguckt habe. Und ja, genau. Dann schreibe ich mir doch mal die Koordinaten raus. Und hier an der Stelle sieht man jetzt auch schon, dass ich ab da total gepennt habe anscheinend. Hier ist nämlich das Licht, wenn ihr noch mal ganz genau hinschaut, 7, wo ich stehe. Aber das stört mich natürlich gar nicht. Ich habe das einfach hier danach zugebaut und danach dann beschlossen, okay, jetzt gehe ich hier weg und so. Habe also einfach das Lichtlevel hier zu niedrig gelassen. Und bei der Treppe habe ich zwar auch noch mal geguckt auf der richtigen Ebene sozusagen, dass ich mich jetzt hier raus oder rüber buddel sozusagen, aber bin dabei nicht weit gekommen. Immerhin habe ich noch daran gedacht, dass ich die Diamanten nicht unten in der Kiste dumm rumliegen lasse. Habe dann beschlossen, ich will da auch noch ein bisschen was abbauen und bin dann ernten gegangen. Und das war ja mal eine richtig tolle Idee, tatsächlich im Regen in der Nacht einfach oben mal Zuckerrohr zu ernten. Weil was sieht so ähnlich aus wie Zuckerrohr? Und was könnte man fast mit Zuckerrohr verwechseln? Exakt genau. Also das war so eine richtig tolle Überraschung am Ende der Folge, wo ich mir gedacht habe, das habe ich jetzt unbedingt gebraucht. Das hat mir wirklich so die vordere Seite von der Hütte weggerissen. Nicht, dass die jetzt so super schick war, ja, aber es ist halt einfach total unnötig. Das war einfach nur dumm. Und da kommt auch schon der nächste Creeper und ich habe mich angestellt wie der letzte Mensch dabei, den zu erlegen. Und ja, deswegen wollte ich euch das quasi ersparen und euch einfach nur kurz zeigen, wie das so lief, warum die Hütte jetzt ein großes Loch vorne hat. Und ja, wie das dann so war, dann habe ich halt die Tiere noch ein bisschen getötet und als mir dann klar wurde, die fange ich jetzt so auch nicht mehr sinnvoll ein. Ist das ja, denke ich, auch das Gescheiteste. Dann züchte ich halt im Gehege einfach nach. Muss aber natürlich jetzt das Gehege reparieren, das Haus reparieren. Ja, genau. Also es gibt auch hier oben jetzt wieder viel zu tun, nachdem ich eigentlich schon dachte, ich hätte es jetzt einigermaßen hingekriegt. Aber gut, habe ich mich wohl ein bisschen durch meine fehlende Aufmerksamkeit ins Knie geschossen. Und jetzt habe ich halt den Salat sozusagen, dass ich einfach wieder mal meine ganze Ecke hier wieder ein bisschen in Ordnung bringen muss. Aber das passiert halt manchmal auch, wenn man dann nicht mehr so hundertprozentig voll konzentriert ist, weil man dachte, oh, in der Mine ist gerade so viel passiert und jetzt, hey, hier bin ich jetzt zum Entspannen. Naja, gut. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr lasst mir vielleicht einen Daumen hoch da und kommentiert, wenn ihr irgendwas dazu noch sagen möchtet. Die Creeper lieben mich nach wie vor, wie ihr seht. Und ich hatte ja auch vorhin irgendwie Gefahrenstufe, glaube ich, war schon bei 4,9 oder so. Also nee, 4,09, aber trotzdem. Also 4 statt, was weiß ich, 2 normal. Naja, gut. Okay, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß und bis bald. Ciao.